wie mein Leben war. Ja, da ist mir recht gut gegangen bei der Großmutter. Die hat ja das Schneehäusl gekauft und die hat, ich war das einzige Kind. Und da ist mir, glaube ich, gut gegangen. Bist du in die Schule gegangen, auch wo? Ja, in der Ramsau. Da haben wir einen schweren Schulweg gehabt. Auf und dann niedrig über den Berg runter. Das war nicht leicht. Es hat uns keiner einen Weg gemacht. Ja, das ging da haben wir selber gegeben. Und damals hat es keine Hosen nicht gegeben. Da hat man nur einen Kittel angehabt. Und nein, das war furchtbar. Ja. Wenn ich heute daran denke, da sind wir Batschnasse in die Schuhe gekommen. Und so sind wir dann gesessen, die ganzen Stunden. Also nasser. Und nach der Volksschule, bist du weiter Schule gegangen oder hast du da was gelernt? Nein, man hat ja nichts gelernt, dass wir so arbeiten. Das hat, so was hat es gar nicht gegeben, irgendeine Lehre oder was. Da hat es geheißen, entweder man tut was, man hilft bei der Ernte und so weiter. Überall hat man halt mithelfen müssen. Das waren nur schwere Sachen. Und ich habe kein Gewicht gehabt, ich habe aber vor der treten müssen. Und bei mir, und dann haben sie mir geschimpft. Ja, mach dir ein bisschen schwerer, du geht ja nichts nieder bei dir. Das weiß ich noch. In deiner Jugend, wie ist dein Leben noch weitergegangen als Jugendliche? Wie ist so, ja, in die 30er Jahre, da ist ja nachher schon langsam auch schon Krieg gekommen. Wie muss man sich das heute feststellen? Wie ist da gegangen als junge Frau? Das waren halt schwierige Sachen damals. Das kann man sich gar nicht mehr, das kann man gar nicht mehr beschreiben heutzutage. Mhm. Weil man sowas gar nicht mitgemacht hat. Die Bauern, die waren alle arm. Denen ist das Vieh weggenommen worden, weil das haben sie gebraucht zum Schlachten für die Soldaten. Und wir haben ja die Fenster verdunkeln müssen, jeden Tag, damit sie nicht wissen, wo ein Haus ist. Wo es eben. Weil wenn ein Licht war, dann ist ein Bomben dort hingeflogen. Und so haben sie nicht gewusst, wo. Der Vater war auch im Krieg, der war zum zweiten Mal im Krieg. Der war im Ersten Weltkrieg und beim zweiten war der Vater auch noch. Der hat zweimal im Krieg mitgemacht. Wir haben ja keine Männer gehabt, wir haben ja alles Frauen. Nur Frauen haben wir gehabt zum Arbeiten. Das war nicht so einfach. Ich kann mich noch gut erinnern, die Mutter hat einmal mit ihrer Tante haben sie ein Schaf abgestochen. Und damit wir wieder aus dem Essen gehabt haben. Weil das war furchtbar schwierig. Und ich bin da davon gelaufen, weil das war, hat man so laut, das Viech. Und da hat man es erst wieder schwierig gehabt. Nach der Kriegszeit hat es ja auch nichts zum Kaufen gegeben, lang nicht. Weil ich weiß, wie der Erwin geboren ist, der ist 67 geboren. Und da ist erst der Krieg, da ist erst alles weg gewesen. Da haben wir erst einkaufen können, was man braucht hat. Und da ist so lange schon der Krieg aus gewesen. Und dann hat man erst was gekriegt wieder. Weil das hat so lange gebraucht, bis sich der Staat wieder erholt hat. Das ist ja nicht so von heute auf morgen. Das hat ja sehr lang gebraucht. Die Fabriken waren ja alle kaputt. Das hat ja alles erst richtig werden müssen wieder. Und alles. Das hat alles so lang gedauert. Und dadurch hast du lang nichts gehabt. Hilda, was darfst du den jungen Leuten heute raten?
Was, du hast Erfahrung und bist schon so lange auf der Welt. Was darfst du erraten in jungen Leuten? Ich habe es wunderschön gegen früher. Die haben es schon weit leichter. Dass die es auch schätzen wissen? Ja, das war furchtbar schwierig bei uns am Anfang. Wir haben ja nichts gehabt. Und wo soll man das herhaben, wenn es nirgends was zum Kaufen gibt und Geld hast? Und das Geld ist kaputt gewesen. Also da muss man schon denken, wie leicht sie es heute haben. Oder wenn man Eltern hat, die was vielleicht selber viel haben. Aber das haben wir ja nicht gehabt. Und das hat keiner gehabt seinerzeit.